Ich hab mich gerade nicht erschrocken. Ich wollte gerade nur gamen. Ja, mach ruhig. Nein, dann überschreiben wir das. Wo fange ich jetzt an? Wo stehe ich? Vor dem. Wie bücke ich mich? C. Ist das nicht arg laut? Mit C, ne? Ja. Geil. Helligkeit immer noch ganz hoch. Ja. Und die kommt nicht bis hierhin. Nein, kommt die nicht. Ich hab's doch letztes Mal immer ausprobiert. Alter, ich werde sterben. Die Maus ist jetzt schon nass. Du musst ab und zu mal um die Ecke gucken, damit du weißt, wo die ist. Wenn sie ist zurückgelaufen, jetzt kannst du was davor. Vorsichtig. Lehn dich doch eher, statt. Sieht die mich nicht, wenn ich piek? Wenn die da steht, ja. Aber dann kannst du ja schnell ausspringen und dann durch die Tür. Und sonst, wenn du stirbst, du bist ja dann direkt da wieder gespawnt. Also, du bist ja noch nicht so weit, also da brauchst du eigentlich. Kann das nicht. Komm schon, du hast dir das selbst ausgedrückt. Dann geh gleich am besten dahin, das Regal. Schneller, schneller. Stopp, stopp. Jetzt muss ich da Richtung Treppen. Ja? Ja. Besser, du tötest mich hier, ne? Lauf, 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 die ist gerade wieder rück zu dir. Ist hier irgendwo? Scheiße, ich bin nicht sicher. Wer ist die Zeitung? Scheiß auf Zeitung, ey! Wer ist doch passiert? Wieso mache ich lesen? Hab schon wieder alles vergessen. Ich lese das trotzdem, ne? Ja. Schockierende Neuigkeiten. Eine Universitätsstudentin ist immer noch vermisst. Das erforschende Team am 26. September Sachen von Voodoo, Materialien der Magie Voodoo gefunden haben in ihrem Apartment, ging die halt davon aus, dass es was mit schwarzer Magie zu tun hat. Weiter geht es auf Seite 13. Die kommt aber nicht ins Badezimmer, ne? Wenn du so laut bist. Also wenn du die andere Tür aufmachst. Ich weiß halt nicht, ob die da reinkommt. Weil, wo ich das Let's Play geguckt habe, hat sie das angehört, als sie im Raum drin war, das so laut war. Aber man hat die halt nicht gesehen, weil die irgendwie in der Toilette eingesperrt war. Ich hasse dieses Spiel. Das ist noch schlimmer. Gleich. Weil du dann, du hast ja gesehen, die läuft ja jetzt um den Tisch rum. Und du musst gleich an den Tisch vorbei in den Raum, der da. Guck, hier ist der Tisch. Und du kommst, glaube ich, von hier. Bist dann hier. Versteckst dich da und die läuft dann hier so komplett rum. Und dann musst du da durch die Tür. Hä? Möchtest du das nicht machen? Du kennst das ja wenigstens. Nein. Du hast gesagt, du machst weiter. Du hast letzte Folge die. Ja, aber. Weißt du, du scheinst ja schon zu wissen, wie man das macht. Wo soll ich wissen, wo lang? Das siehst du. Das sehe ich nicht. Außerdem bin ich doch hier, um dir zu helfen. Aber nicht, um zu spielen. Warum ich hinter mir ist nicht schnell? Das ich glaube, in den anderen Toiletten ist auch nichts drin. Aber ich bin mir da nicht so sicher.
sich ins Sterben. Die sieht so laut an. Weil hier ist ja dieser Zwischenraum hinter der Wand und dahinter ist sie ja. Ich glaube, ich bin zu nah an mich, so ich darf mich ja nicht zusätzlich hier rüberbeugen, um zu gucken. Wie kann ich denn jetzt laufen? Da lang. Da? Ja. Die läuft halt jetzt da, wo die Waschbecken sind, da hinter der Wand läuft die halt rum. Ist nicht, die Tastatur ist jetzt schon wieder mit Wasserschaden. Nein, hör auf! Ich dachte, ich mach für dich. Lehnt sich gleich so aus der Kamera raus. Sicher. Ich mach doch nicht die Tür weiter auf, das ist doch ultra laut. Messer. Nein. Nein! Vanessa, das ist ultra laut. Nein, keine Sorge. Das ist. Da versteckst du dich aber direkt in der Toilette. Kommt da nicht hin? Nein, das ist wie wenn du dich im Kleiderschrank, also in einem Schrank versteckst. Da sind auch Toiletten? Ja. Ich kann mich in jeder Toilette verstecken. Ja, mach einfach die Taschenlampe an, dann siehst du auch. Sieht ihr das Licht nicht? Wie gesagt, bei der Filmsequenz hätte ich auch das Licht anlassen können eigentlich. Sie da ist. Was ist das hier? Weiß nicht. Sicher. Sicher? Du warst doch auch. Sag mir, was ich tun soll. Geh raus. Was, sag mir was anderes, was ich tun soll. Rausgehen. Vanessa, bitte. Raus. Raus aus der Toilette. Die ist immer noch da hinter der Wand hier. Ganz ruhig, die bleibt auch da. Drück F. Du versprichst mir das. Ich bin da. Ich verspreche dir. Ich bin mir zu 95% sicher, dass sie da bleibt. Mach die Taschenlampe an. Da hinten ist noch eine Toilette, wo du rein musst. Hier? Ja, Taschenlampe an, sonst ist sie ja nichts. Komm her. Ja, da findest du nichts. Also kannst du gehen. Jetzt kannst du über den Tisch laufen. Die ist nicht da, wie gesagt. Kannst. Jetzt empfehle ich dir gleich, bei dem Regal, wo du vorhin langgelaufen bist, da nochmal hinzugehen. Ich glaube, da kannst du. Ja, ich glaube nämlich, da kannst du besser beobachten, wo die ist, wie wenn du jetzt da um die Ecke guckst, weil da kann sie ja direkt stehen, wenn du darüber guckst, weißt du? Geh einfach hin, um dich schon mal mit der Situation vertraut zu machen. Dass man nicht zwischensprechen kann. Warum ist hier wieder Nebel? Ist immer. Die atmet da gerade die ganze Luft voll. Ich dachte, das ist sie jetzt. Oh mein Gott. Da wär's schon längst so, wenn die das wäre. Ich hoffe, wieso in die Arme. Und die guckt so, ist die doof. Das Specken schützt dich auch nicht, wenn die jetzt in die Ecke kommt. Die kommt nicht um die Ecke. Aber wenn, deswegen musst du dich auch nicht verstecken, die kommt nicht. Ja, aber die kann mich nur doch sehen, wenn die da lang läuft. Ja, die läuft ja nicht da lang. Nein. Oder hast du die jetzt gerade die ganze Zeit gesehen? Nein. Die ist genau hier um die Ecke. Wie soll ich denn da vorbeilaufen? Ich weiß doch gar nicht, ob sie zu mir guckt. Ja, musst du ja gucken. Was soll ich das denn gucken? Indem du da an die Ecke gehst? Ja, da siehst du es jetzt recht nicht.
Ich Die ist so weiß. hinter die Wand. Da bin ich aber rüber, Luca, und die guckt mir dann direkt so in die Augen, so. Hi. Ich so. Und so zittrig gerade, ne? Schaffst du, komm. Komm. Es ist nur ein Spiel. Und wenn du stirbst, ist es jetzt ja gar nicht so schlimm. Da fängst du ja wieder da vorne an, aber das ist ja Warte egal. mal, ich möchte nur einmal kurz was gucken. Das zieht bei dir nicht, wie lange du spielst zu dir. Ich weiß, aber doch. Nein. Wir spielen Wenn noch du da jetzt die Zeit. ganze Zeit stehen bleibst, dann erst recht Ja, ich nicht. weiß. Du bist gerade mal ein Ist Hindernis so. weitergekommen. Jetzt vorsichtig um die Ecke spielen. Jetzt geh nicht so weit weg, die geht doch gar nicht um die Ecke. Ich weiß ja nicht, ob die mich gesehen hat. Die hat zu mir geguckt. Ja, aber ich glaube, da kommt bestimmt schon Verfolgungsmusik oder so. Meinst du? Ja, bestimmt, das ist doch meistens. Die hört mich nicht. Die hatte ich vorhin auch nicht gehört, wo du die Tür aufgemacht hast. Ich komme. Ja, jetzt gleich ist sie wieder an derselben Ecke, weil die da die ganze Zeit rumläuft mit ihr. Das ist schon krass, ne? Deswegen, ich habe Angst, dass das zu laut ist. Du musst jetzt, mal, du musst jetzt hier dahin, wo du hinguckst, und dann da zwischen den beiden Regalen. Weil du dann nämlich neben ihr herlaufen kannst, bis hinten, bis zur Wand, Warte, ich soll weil dann. erst zu dem Regal. Ja, Dann, damit wenn du sie mir da den zurück in Rücken die Wände kommst. zudrehst, dahin. Ja. Oder willst du hier querfeldein, wo sie dich direkt sieht, ohne Schutz? Kannst du natürlich auch machen, ist mir egal. Wohin muss ich denn dann als nächstes? Oh, zwischen die Regale da, mit dem Hier, blauen die Schildern. beiden. Ja, genau, dazwischen musst du Ja, aber wohin muss ich dann? die Wand da, die runterlaufen dann, bis es nicht mehr geht. Also so. Ja, du läufst dann quasi in ihre Route nebeneinander her. Und dann ist da kein Regal mehr. Und wenn du dann nämlich durch das Regal sprichst, siehst du da in der Ecke eine Tür. Und da musst du dann hin. Tür ist doch ultra laut, das hört ihr doch. Nein. Das Problem ist, die läuft, guck mal, hier ist die Tür und die läuft so. Ist das für ein Assi-Spiel? Du hast vorhin schon nichts in der Ecke da gesehen, so. Ich bin ein bisschen weiter nach vorne gegangen, falls dir das nicht aufgefallen ist. Mach es doch einfacher. Geh was von der Wand weg, wieder Richtung Toilette. Nicht so. Einfach nur vom Abstand her, weil du dann besser weiter in die Dings reingucken kannst. Siehst du, das ist ja ein bisschen mehr. Ich sehe die nicht. Da musst du noch ein bisschen mehr. In die Richtung und da. Lauf noch was rückwärts. Noch was. Nivieren. So, jetzt mehr zu nach links. Noch ein bisschen mehr nach links. Hast du die gesehen? Arm. Dann Ich lauf mal glaube, jetzt die ist rüber. zu mir. Die ist zu mir gelaufen. Vivian, die läuft rund. Sie läuft um den Tisch. Wenn du die also siehst und die war nah genug dran, dann läuft die um den Tisch. Wann willst du denn rüberlaufen? Ich kann es nicht einschätzen. Ich sehe schon, was Ja, Glitch dann geh ist. noch was mehr nach links. Jetzt guck. Wenn du mich siehst, ich sterbe. Ja und? Ja, Dann fängst du nochmal neu an. nicht im Spiel. Hier. Hier, jetzt. Nein. Komm. Ich sehe halt nichts. Jetzt, ne? Wenn sie nicht da war, bleib mal stehen. Hier sieht die mich nicht. Ist das mal noch da? So, jetzt siehst du nämlich, wie die läuft. Gucken jetzt genau hier, wo die Lücke gegenüber ist. Da musst du hin. Heißt also, sobald die hier um die Ecke ist, kannst du loslaufen. Nicht? So, jetzt. Sicher? Ja. Bist du hinter der Ecke vernünftig mit dem Arsch? Glaub schon. Genau, ein bisschen. Das ist ja noch egal, das sieht dich nicht. So, jetzt lauf ein bisschen das Regal entlang.
Das Problem ist, egal. Man sieht halt nichts, weil du die scheiß Taschenlampe aus hast. Ich mache auch nicht die Taschenlampe an. Jetzt gleich, wenn sie neben dir quasi ist, jetzt lauf. Weiter, weiter, weiter. So. Jetzt muss ich wirklich Licht anmachen. Die sieht das wirklich nicht. Ich glaube nicht. Mach mal. Ganz kurz. Okay, weiter. Stopp. Und da ist so ungefähr die Tür. Ich sehe die ist offen. Oder? Ist die das? Ich weiß nicht, ich sehe die halt nicht vernünftig. Du musst halt dahin laufen, wenn die Da quasi die jetzt so mit Tür! dem. Ja, du musst halt quasi dahin laufen, wenn die hier so mit dem Rücken zu dir ist. Weil die sieht dich halt, wenn die wieder Richtung Tür läuft. Lauf schon mal so weit am Rand, aber nicht, dass die dich sieht. Du musst das Regal anleuchten, nicht die Wand. Du musst so gucken, wie weit das Regal geht. Guck ich ja. So, jetzt. Ja. Das brauche ich jetzt zeitlich nicht mehr, ne? Nee, jetzt fragst du zeitlich nicht mehr. Du darfst nicht Entschuldigung. Ja, zögern. ich weiß. Die Das ist ja dreht sich ja nicht um schwerer. oder so. Ich bin stolz auf dich, machst du gut. Ist alles Wasserschaden jetzt gerade. Jetzt, ne? Warte, Weil sie rein steht da. theoretisch Sie kannst du steht doch da aber hier, so. rein theoretisch kannst du doch hier vom Tisch stehen bleiben, oder? Bei den Tisch nimmt sie ja nicht mit. So, und jetzt die Tür, die Tür. Hast du super gemacht. Machst du weiter?